Heute begrüße ich zwei Referenten, wie immer, nämlich erstens einen Schriftgestalter, Danny Klauser, der heute da ist, und zweitens Eike König, die nacheinander, erst Danny Klauser, eine Schrift vorstellen wird und dann Eike König den eigentlichen Vortrag geben wird. Es wird danach, wie immer, eine Diskussion geben, eine Nachtausgabe, wie wir das nennen, die nicht hier im Raum stattfindet, sondern im nahegelegenen Lokal. Wo es genau ist, erkläre ich nachher. So, dass es die Möglichkeit gibt, mit beiden Referenten und unter der Führung von Ulrich Müller und mir gemeinsam im Nachgang noch ein bisschen tiefer zu diskutieren, so dass die Dinge, die wir hier gehört haben, noch auf eine andere Art und Weise vertieft werden können, wer denn möchte. Vorprogramm. Danny Klauser hat in Luzern studiert und schweizerisch hat er mir erzählt, dass er die Schrift, die er heute vorstellt, aus Langeweile entwickelt hat. Das ist für eine Schrift, die dann Planeta heißt, eine wunderbare Grundlage, zumal er sich in seiner Abschlussarbeit als Student in Luzern beschäftigt hat mit Strukturen und Systemen rund um das Thema Schriftgestaltung und gemerkt hat, das ist zwar die eine Seite, mit Schrift sich auseinanderzusetzen, nämlich Strukturen auseinanderzusetzen, mit Systemen auseinanderzusetzen, viel spannender ist es eigentlich, sich hinterher wirklich mit Schrift auseinanderzusetzen. Wie funktioniert das tatsächlich als Schriftbild und hinterher in Schriftanwendung? Wie das tatsächlich aussieht, stellt er am besten selber vor, denn er hat sie dabei. Danke. Ja. Also, hallo, ja, ich möchte euch auch alle recht herzlich begrüßen zu meinem Schriftvortrag. Was ist jetzt da? Ja, jetzt. Gut. Wie Boris das schon gesagt hat, ich bin heute aus der Schweiz hier angereist und habe euch die Planeta mitgebracht. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich betreibe in Luzern ein kleines Büro als Einzelfirma für Grafik, Magazingestaltung, Bücher und eben auch Schriftgestaltung. Ich stelle euch heute die Planeta vor und dazu müssen wir zuerst das große Ganze anschauen. Wir beginnen hier beim großen Ganzen, denn ihr seht hier die Large Graphic Cloud. Die LGC. In dieser Grafik-Cloud ist auch die Planeta entstanden. Gehen wir weiter. In dieser großen LGD gibt es in der Nähe der Zionwolke, die sehen Sie da oben links, den Gasgiganten DK3G1D. Das ist da in der Mitte, dieser schwarze Punkt. In seinem Zentrum befindet sich ein kreisähnliches schwarzes Loch. Das kann man auch relativ gut erkennen. Da wir dieses schwarze Loch ja nicht irgendwie zu uns holen können, mussten wir das in den Grafiklabors simulieren. Wir haben dann nach etlichen Versuchen es tatsächlich geschafft. Hier oben sehen Sie diese Simulation des schwarzen Lochs mit dem Energietransparenter, der da hineingreift, und rechts das schwarze Loch, dann so in seiner geschützten Umgebung, da hat es auch so einen Schutzmantel drum. Hier sehen Sie die Arbeit im Labor, die Simulationsatmosphäre und auch wieder dieser Energietransparente, der ist ja noch wichtig gewesen. Weil ohne den konnten wir das schwarze Loch eben nicht machen. Dann war etwas Unglaubliches geschehen, denn darin hat sich die Geburt der neuen Planeta entwickelt, der Planeta 4DK77GD. Und da kann man eben erkennen, ganz oben mit dem ersten Majuskel O im Zentrum. Sehr wichtig. Also dieser Ablauf, der war unheimlich spannend. Deshalb musste man diesen auch so festhalten.
es gab dann wirklich so auch eine Urplaneta, also die zum Gasgiganten waren wirklich auch so ein Planet entstanden und auch eben in unserem Labor. Und hier sehen Sie diese Urplaneta in seiner natürlichen Umgebung, der hat da so noch so ein Leben, so eine Nebenwolke. Jetzt, wie kommt diese Planeta zu uns auf den Desktop und wie können wir da was machen? Denn diese Urform, dieses Urmajuskel O, habe ich dann überführt in diese Kreisform. Das war irgendwie gar nicht so einfach, es hat recht lange gedauert, bis wir diese Kreisform hatten. Und es war enorm spannend, so nur mit diesem Kreis zu arbeiten, denn wenn man sich wirklich einschränkt und dann wirklich irgendwie sich nur auf das konzentriert, dann kann man sagen, so ist es gut. Denn ich habe alles andere ausprobiert und kann sagen, dieser Kreis, so ist der gut, so muss er sein. Was wir dann gemacht haben, sind die Ableitung der weiteren Form. Und da ist jetzt heute was Komisches passiert, denn als ich hier hineinkam, habe ich das Logo der Typografischen Gesellschaft gesehen und siehe da, ja, Zufälle. Ich weiß jetzt nicht, ob die Typografische Gesellschaft auf heute ihr Logo vielleicht dann ändern müsste. Zumindest die Anordnung der Formen. Also die Ableitung dieser Formen waren dann wichtig für die weitere Entwicklung. So, nun verlassen wir das Universale, das große Ganze, und gehen eigentlich hinein knien uns rein in die Arbeit, wenn es darum geht, eine Schrift zu gestalten. Denn Schriftgestaltung beginnt immer auch mit dem Bleistift. Skizzen aus dem Skizzenbuch, das erste Stadium, Definition von möglichen Schnitten in der Konzeptphase. Ja, hier sehen Sie auch so, wie gehen wir dann mit diesem Kreis um, und wie gehe ich mit diesem Kreis um, den wir da so lange gesucht haben und endlich gefunden haben. Es geht da wirklich darum, so die Schnitte zu definieren auf diesem Kreis, wo liegen die, wie dick soll das Ganze sein und so weiter. Dann ist auch ganz wichtig, eben Aufteilung Ober-, Unterlänge und so. Eben bei Entwurf einer Schrift kann man ja enorm spielen, macht man sie lang und dünn oder macht man sie klein und dick. Das hat dann irgendwie immer alles auf den Charakter einen Einfluss. Und bei der Planeta war es dann eben wichtig, diesen geometrischen Ansatz, der aus diesem Kreis, Dreieck und Quadrat hervorkam, auch wirklich dann umzusetzen. Hier versuche ich, das Majuskel S auf einem Kreis zu platzieren. Eine schier unmögliche Angelegenheit. Es hat dann aber doch geklappt. Nicht nur Majuskel, sondern man hat es dann einfach als Minuskel S verwendet. Dann auch für die Ausgestaltung einer Schrift charaktervolle Ligaturen herzustellen. Das macht dann wirklich Spaß. Also wirklich so der Schrift einen Charakter geben. Hier eine kleine Studie zur ET-Ligatur auf Raster, wie das sein könnte. Eine solche ET-Ligatur wurde dann in einem speziellen Schnitt verwendet, dazu aber später mehr. Okay, nun zum Konzept der Planeta. Also der Ansatz war ja doch ein bisschen ernster, als die Einleitung war. Aber der Ansatz der Planeta war es, die Schönheit und Einfachheit von geometrisch konstruierten Schriften wieder zu beleben, in Anlehnung an Paul Renners Futura von 1928 oder Edward Johnson für die London Underground aus dem Jahr 1960. Auch etwas, was jetzt immer wieder Leute machen. Man bezieht sich irgendwie immer, man hält immer wieder auf diese Gestalt. Hier haben wir wieder unsere drei Formen. Aus dem Grafikuniversum, Kreis, Dreieck und Quadrat. Und dann die dazugehörigen Buchstaben O, V und M mit den Majuskelausformungen. Es war wichtig, das Programm und das Konzept so genau wie möglich eigentlich immer durchzuziehen. Bei der Gestaltung und dem Entwurf der Schrift. Auch bei den Minuskelzeichen war es auch wichtig, weil wirklich dieses Konzept durchzuziehen. Hier sehen Sie auch die
die Ausgestaltung der Ober-, Unterlänge, X-Höhe und auch der Überhöhe. Ich möchte Ihnen jetzt alle Buchstaben und Zahlen mal so in Majuskel und Minuskel zeigen, sodass Sie ein Gefühl haben für die Formen, sodass man ein Gefühl bekommt für die Gestaltung der Schrift. Und auch immer wieder zeigen, etwa wie die Konstruktion darliegt. Und hier beim Majuskel D, also wirklich ein Literhalbkreis zu gründen. Weil es war wirklich für mich irgendwie wichtig, möglichst dieses Programm durchzuziehen und so wenig wie möglich optische Korrekturen zu machen. Und auch ganz klare Programme durchzuziehen, was die Winkel angeht. Also hier bei E der Abschnitt 45 Grad. Und beim Minuskel F sehen Sie dann auch dort diese Überhöhe über der Majuskel Höhe. Auch hier im Programm wieder diese 45 Grad aus dem Zentrum heraus. Und hier auch, und was man hier noch sehen kann, sind, dass die I-Punkte da etwas unter der Oberlänge hängen. Dies einfach auch als gestalterischer Ansatz für das ganze Schriftbild. Also diese Details machen einfach die Schrift dann im Schriftbild erkennbar. Also es macht es dann wirklich zu einer sehr eigenständigen Schrift. Und hier sehen wir eben auch, dass es nicht immer klappt mit dem Konzept. Dass man es nicht immer nur so stur durchziehen muss. Denn man muss auch daran denken, dass die Schrift eine Lesbarkeit haben muss und auch in kleinen Größen, in gedruckter Form auch funktionieren muss. Ja, hier sehen Sie, dass die Abweichung dieser roten Striche eigentlich so herausgezogen sind. Und deshalb, damit nicht die Schwärzung bei den Knotenpunkten entsteht. Hier die M- und N-Gestaltung. Man kann dann diesen Kreis und Dreieck Wahnsinn nicht einfach immer nur durchziehen, weil es sonst wirklich dann im Schriftbild mühsam wird, zu lesen, zu gestalten damit und so weiter. Und da muss man wirklich auch schauen, dass man den Charakter dann aber beibehält, sich auf diese Kreise bezieht, aber das doch nicht allzu ernst nimmt. Dann hier beim Majuskel P. Man hat so fast das Gefühl, dass das fällt so nach vorne weg. Aber das habe ich in Kauf genommen, um das Programm auch wirklich so durchzuziehen. Denn nachher im Schriftbild, wenn man die Texte dann schreibt, ist das wirklich, kann man das gut so stehen lassen. Und R. Das R, das konnte dann wieder im Vergleich zum N und M wirklich auf den Bogen gelegt werden. 45 Grad waren da nicht nötig, weil es wirklich schlimm aussah. Hier diese S-Thematik. Beim Majuskel S, das musste wirklich schlank sein, da konnte ich noch so viel probieren und wollte, aber es ging einfach nicht. Dann bei Minuskel S konnte ich das S wirklich wieder in den Kreis legen, so gut es ging. Auch solche Ansagen, dass man muss nicht immer alles dann so stur durchziehen. Dieses U musste dann einfach schlanker werden, es musste gestaucht werden, um dann auch die Texte lesbar zu machen. Hier die beiden X, das Minuskel X ist wirklich auf dem Quadrat, bei Majuskel musste ich auch etwas zurücknehmen. YZ, mal durch, das wird zu lange. Hier die Zahlen noch, diese sind wirklich dann auch möglichst diesem Programm nachempfunden, sollten auch wirklich auch einen einsetzbaren Charakter haben, deshalb auch die 0 nicht als Kreis ausgebaut, sondern wirklich auch in der Breite der übrigen Zahlen wie 2, 3, 5 und so weiter. Hier bei 4, 6, 7 und 9 war die 45 Grad wirklich nicht angebracht.
denn das würde das wird die Spinne viel zu breit werden, musste ein weiterer Winkel hinzugefügt werden, diese 38,5 Grad. Deshalb, aber es musste auch einer gefunden werden, der dafür für alle geht. Also ich konnte dann nicht irgendwie sagen, ja, bei der 6 mache ich dann irgendwie 32 und bei der 4 mache ich dann 39. Sonst musste eins sein, der durchgehend war. 8 und 9. So, jetzt kennen wir mal alle relevanten Zeichen der Planeten. Jetzt werden wir natürlich auch sehen, was damit geschehen war. Geschehen ist das Inventar der Planeten. Es gibt ein Light, ein Medium, ein Bold und ein Plakatschnitt. Dazu möchte ich kurz was sagen. Also hier sehen Sie den Ausbau der ganzen Schriftfamilie. Es war mir wirklich irgendwie wichtig, nicht nur irgendwie so eine Schnellschrift zu machen, sondern auch etwas, das man gebrauchen kann. Es ist wirklich auch ausgebaut für Sprachunterstützung aller europäischen Sprachen und inklusive der osteuropäischen. Also es soll wirklich eine Schrift sein, die für alles gebraucht werden kann. Hier der Ausbau als Medium steht. Was speziell ist, da unten, es gibt so diese Planeta-Symbole, die mussten einfach rein. Der Name ist dann aufgetragen hat. Planeta Bold und dann die Planeta im Mengensatz. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut kommt hier auf dem Beamer, aber man da irgendwie was anständig erkennen kann. Aber ich wollte doch irgendwie so einen Eindruck geben, wie die Schrift so im Mengensatz wirkt, denn es ist eine Schrift mit Charakter. Also es ist keine Schrift, die sich zurücknimmt, es ist keine Schrift, die man einfach so schnell mal irgendwo einsetzt, denn die Schrift gibt ziemlich viel vor. Sie gibt ziemlich so den Gestaltungstakt. Also wenn man Planeta, also ich erlebe das selbst, wenn ich Planeta für gewisse Projekte nehme, ich kann sie selbst in meinem Atelier, in meinem Betrieb nicht allen einfach über alles hinwegstülpen. Vielleicht muss man das dann danach in gedruckter Form anschauen, statt hier so am Bildschirm. Und dann gibt es noch einen Spezialschnitt, der heißt Plakat. Der Plakatschnitt ist eigentlich dafür für Plakatanwendungen gemacht, also irgendwie so ab 120 Punkten. Es ist so eine Heavy-Variante, aber ich wollte ihn bewusst nicht Heavy nennen, sondern es muss irgendwie so eine Anwendung zeigen. Und da hat es auch ein paar Spezialfälle dann gegeben, zum Beispiel das I, das Majuskel I, hat dann so Füße und so ein Dach bekommen. Das K bekam so einen Balken und das M durfte nicht bis ganz nach unten gehen, das W auch nicht. So wie die Sonderzeichen, diese wurden dann in schmal, also so in der Light-Version hineingenommen. Weil es einfach so in der Plakatanwendung dann so einen Kontrast gibt. Also wollte bewusst das Kontraste schaffen. Ja, jetzt möchte ich noch kurz zeigen, wie auch die Schrift so benutzt aussieht. Vielleicht möchte ich hier noch sagen, die Schrift hat 2009 den European Design Award Bronze in Original-Typeface gewonnen, war dann 2010 nominiert für den Deutschen Designpreis und hat 2011 den Premier Award bei der International Society of Typographic Designers in London gewonnen. Die ist einfach so, also diese so als Auszeichnung ist mir irgendwie noch schön mitzunehmen, wenn die Schrift so ausgezeichnet wird. Hier möchte ich jetzt einfach gestaltete Arbeiten zeigen, jetzt nicht von mir, sondern eben in der Anwendung, was dann geschieht, denn wenn man eine Schrift mal released, kann alles passieren, oder? Da muss man auf alles gefasst sein, denn das ist dann weg, oder? Dann ist das draußen und man ist dann entweder zufrieden oder nicht und mit dem muss man dann leben. Oder? Aber die erste Anwendung, habe mich echt gefreut, war ein Slanted,
ein Magazin, das sich mit Typografie auseinandersetzt, muss ich glaube nicht vorstellen hier an dieser Stelle. In Slanted wurde sie auch wirklich das erste Mal eingesetzt. Es war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so jetzt mache ich die Schrift fertig, als ich die Möglichkeit hatte, es dort zu zeigen. Das war dann 2009 von Magma Brand Design. Hier Plattencover von Black Devil Disco Club. Da wird die Schrift eigentlich wirklich nur ganz einfach als Mengensatzschrift gezeigt und ist 2011 herausgekommen von Non-Format. Ich weiß, dass man das jetzt hier nicht sehen kann, wie es ausschaut, aber es ist mir irgendwie wichtig, dass man sieht, in welchem Kontext die Schrift jetzt gebraucht wird. Oder? Hier von Non-Format gestaltet, 2011. Dann Boxed and Labeled von bei Gestalten rausgekommen. Dies ist ein Ding, die Schrift ist auch bei Gestalten erhältlich, deshalb wird sie auch in den Gestaltenbüchern immer wieder beigezogen. Dann nochmals ein Plattencover von Delphic. Hier sieht man es ein bisschen besser unten, wie die Schrift eingesetzt wird. Auch von Non-Format. Kyle und John von Non-Format sind einer der Ersten, die sie auch wirklich gekauft haben und dann damit gearbeitet haben. Und sie setzen sie jetzt wirklich einfach immer ein, irgendwie sind sie total Fan von dieser Schrift. Es kommt auch immer wieder in Interviews raus, dass sie das irgendwie toll finden, wie die Schrift sich ja, irgendwie auch ihren eigenen Charakter sucht. Hier auch wieder ein Buch made of. Hier sieht man es ein bisschen besser dann auf der rechten Seite, wie die Schrift auch im Mengensatz aussieht. Das ist ja auch wirklich so, es gibt wirklich so einen Charakter. Das Type Views kennen sicher auch einige von Ihnen. Hier sieht man es auch auf dem Cover. 2010 auf dem Magma Brand Design. Und hier das letzte von Non-Format auch wieder. Merlin Carpenter, der Opening, ein Buch durch und durch in Planeta gestaltet. Also wirklich, das hat mich enorm gefreut, dass ich das gesehen habe. Es hat aber auch eben, man darf danach nicht zu genau hinschauen, manchmal, weil man entdeckt auch immer wieder Geschichten, die einem nicht so passen. Ja, und da kommen hoffentlich noch viele mehr dazu. Es wird auch im März ein großes Typografiebuch erscheinen bei Nikli, welches die Planeta beherbergt und aufnimmt. Ja, das ist eigentlich schon das Ende meiner kleinen Schriftvorstellung. Ich möchte euch Danke sagen für eure Aufmerksamkeit. Die Planeta kann man bei mir oder bei Gestalten beziehen. Und wer es interessiert, wer es noch in gedruckter Form sehen möchte, es gibt ein Spezimenheft, wo alles auch drin ist. Vielleicht wer danach noch in die Diskussion kommt, kann sich das gerne anschauen. Herzlichen Dank.